So, da ist die Aufzeichnung, die läuft. Ja, liebe krasse Herde, ich freue mich, euch alle sehr herzlich hier im MuCamp 2020 in der fünften Woche begrüßen zu dürfen. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema und ich darf in dem Zusammenhang das Team von Quality Minds sehr herzlich begrüßen, die uns heute mit ihrem ersten Impuls, ja, eine ganz spannende Woche, denke ich, bereiten werden. Und wenn ich sage erster Impuls, dann wird es täglich so sein, dass wir bestimmte Impulse bekommen. Und insofern habe ich gesehen, dass da eine Menge Vorbereitung hintersteckt und möchte mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei dem Quality Minds Team bedanken, dass ihr da so viel Engagement reingesteckt habt. Wir freuen uns und ja, das soll es auch von meiner Seite schon zur Vorrede gewesen sein. Ihr seid ja heute zu fünft hier in der Live-Session dabei und insofern freue ich mich jetzt. Ich glaube, die Vera wird jetzt starten und wird wahrscheinlich das Team erstmal vorstellen. Also, ich freue mich auf euch. Ich heiße zwar nicht Vera, aber ich würde trotzdem kurz übernehmen. Das ist gut. Also mein Name ist Harald, ich bin bei den Quality Minds als Learning Consultant aktiv. Der eine oder andere hat mich vielleicht am Freitag schon kurz gesehen, als ich den kleinen Teaser gemacht habe. Folgt mal, wie du schon richtig gesagt hast, wir sind heute zu fünft da. Also der Manuel ist noch aus dem Nürnberger Büro zugeschaltet und die Vera und die Susanne jeweils aus München. Und der fünfte, ich habe ihn vorhin kurz gesehen, der Thomas aus unserem Marketing-Team ist heute auch noch mit dabei. Genau, ich hatte es am Freitag schon kurz gesagt, Quality Minds, ja, wir haben so ein bisschen uns damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn Agilität und Lernen zusammentrifft. Und ich hatte es am Freitag versprochen, heute kriegt ihr den ersten Impuls dazu. Und bevor ich jetzt da tiefer einsteige, würde ich jetzt auch wirklich an die Vera übergeben, die uns da einen kleinen Impuls dazu gibt, was es bedeutet, Agilität, Lernen und das Ganze in einem agilen Unternehmen, wie das Ganze funktioniert und wie das geht. Vielen Dank. Ja, ich bin Anni Vera. Ich bin Geschäftsführerin der Quality Minds und ich leite aus zusätzlich intern ein Team, und zwar das agile Lernteam, also Quality Learning. Also die meisten, die hier heute dabei sind von uns, gehören in Susanne und mein Team. Und meine Aufgabe heute ist, euch einen kleinen Einblick darin zu geben, was agiles Lernen sein kann, wie wir das in ein agiles Unternehmen eingebettet haben und wie wir da vorgegangen sind. Und dann fange ich einfach mal an, wie Lernen sonst vielleicht laufen könnte. Wenn man über Fortbildung heute im klassischen Kontext spricht, hat sich Fortbildung in den letzten Jahren einfach nicht so wirklich drastisch verändert. Das heißt, in vielen Fällen haben wir einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die einmal im Jahr auf eine Führungskraft trifft. Die Idee ist hier vielleicht etwas überspitzt dargestellt, aber mir geht es darum, dass einfach sich jeder nochmal in die Situation hineinversetzen kann. Und einmal im Jahr kommt es einem zu einem sogenannten Jahresgespräch. Bei diesem Jahresgespräch läuft es ganz, ganz häufig folgendermaßen ab. Die Führungskraft hat bestimmte Bedürfnisse, meistens abgeleitet von dem, was das Unternehmen braucht oder was das Team braucht oder wo sie Defizite bei der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter festgestellt hat. Und basierend auf diesen Defiziten kommt man gemeinsam zu der Idee, was der Mitarbeiter im folgenden Jahr lernen könnte. Dabei ist es aber häufig nicht unbedingt das Interesse des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, das hier im Mittelpunkt steht, sondern wirklich mehr, wo einfach Bedarfe wirklich noch da sind oder wo Schwächen aufgezeigt wurden. Dann setzt sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an einen sogenannten Trainingskatalog, der häufig von einer sehr netten Personalabteilung am Anfang des Jahres bereitgestellt wurde. Und mit Hilfe dieses Trainingskatalogs werden dann Seminare oder Trainings ausgesucht. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine Möglichkeit ist, diese Seminare oder Trainings wurden eigentlich auch schon von der Führungskraft ausgesucht und der Mitarbeiter geht da einfach dann hin. Häufig vielleicht nicht ganz so motiviert, weil vielleicht ist es überhaupt nicht das Thema, das er oder sie wirklich vorantreiben wollte oder wo sie sagen, oh, da habe ich einfach auch einen wirklichen Mehrwert. Oder, was auch häufiger vorkommt, das Seminar wird eigentlich als Belohnung verstanden. Das heißt also eine Belohnung für ein besonders gutes Mitarbeiten des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin im letzten Jahr. Und das ist einfach so,
so ein kleines Giveaway, hey, du hast toll mitgearbeitet, hier ist etwas, was wir dir schenken wollen. In dem Moment steht häufig nicht unbedingt das Lernen so wirklich im Mittelpunkt, sondern vielleicht mehr das schöne Hotel und womit man sich sonst so beschäftigen kann und was so vielleicht in der ganzen Anlage noch dabei ist, welche sonstigen Events angeboten werden. Das heißt also, hier ist dann vielleicht auch nicht so das Lernen, was so den absoluten Hauptfokus bekommt. Insgesamt kann man sagen, dass diese Art von Lernen, also das, was wir häufig als traditionelles Lernen sehen, ein paar Nachteile mitbringt. Ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, sondern es bringt aber aus unserer Sicht einfach ein paar Nachteile mit. Und gerade wenn man sich mit agilen Unternehmen beschäftigt, sind die vielleicht noch etwas augenscheinlicher. Ich habe eben schon gesagt, häufig geht es um Lernthemen, die vielleicht nicht unbedingt den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ausgewählt hat. Das heißt, vielleicht ist es nicht so wirklich motivierend, dass diese Person da ist, sondern es hat jemand anders mir gesagt, was ich lernen soll. Das finde ich jetzt vielleicht nicht so toll. Die Lernangebote sind häufig nicht adaptiv. Das heißt, am Anfang der Zeit wird mal ein Trainingskatalog festgelegt und dieser Trainingskatalog ist aber halt nicht wirklich gut anpassbar. Man kann manchmal vielleicht noch während der Session fragen, ich bräuchte vielleicht mehr ein bisschen mehr das oder das, aber ganz viele Trainer tun sich auch schwer darauf, im Detail einzugehen, weil sie ja vielleicht gar nicht aus dem Unternehmen kommen. Häufig ist die Sache, wenn man sich mit Transfer beschäftigt, also dass dieses Lernen in die Praxis angewendet werden soll, tun sich auch viele Lernende schwer und sie werden auch da häufig allein gelassen, weil dieser Transfer einfach an sich sehr herausfordernd ist. Da gibt es viele Studien zu, die das unterstreichen, wie herausfordernd das ist, gerade wenn man vielleicht auch nicht unbedingt positive Rückmeldungen von den Kolleginnen und Kollegen oder auch vielleicht der Führungskraft bekommt, wenn man jetzt was umstellen möchte. Die Führungskraft selber unterliegt häufig einem Rollen- und Interessenskonflikt, weil ich als Führungskraft habe natürlich auf der einen Seite das Wohl des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin im Sinn. Das unterstelle ich eigentlich den meisten Führungskräften. Aber wir haben natürlich auch ganz häufig diese Frage, was braucht das Unternehmen? Was braucht das Team denn noch? Was könnte da der Kunde noch mehr brauchen? Weshalb manchmal unabsichtlich die Interessen des Lernenden, also des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, vielleicht zurückgestellt wird. Das ist überhaupt keine böse Absicht, aber es passiert immer wieder und das ist auch etwas, was wir häufig in solchen Gesprächen mitbekommen haben. Häufig sind Schulungen sehr auf unmittelbare Ziele fokussiert, also man möchte jetzt unbedingt was beibringen. Wir reden hier in dem Zusammenhang häufig auch von Lehrzielen, weil der Trainer hat natürlich eigene Ziele und nicht immer sind alle Lehrziele des Trainers mit den Lernzielen des Lernenden im absoluten Übereinklang zu bringen. Und durch diese ganzen Punkte, die ich jetzt genannt habe, sind häufig oder oft zumindest manchmal Trainings eher uneffektiv. Das heißt, sie sind nicht schön nachhaltig und können nicht langfristig in die Praxis übernommen werden. Auch da gibt es wirklich schöne Studien, die das in den letzten Jahren bewiesen haben. Und mit dieser Problematik bin ich bei den Quality Minds 2015 gestartet. Auch wir hatten einen klassischen Trainingskatalog. Wir hatten verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns bei Trainings anmelden konnten und konnten da auch wirklich frei wählen, wo wir hingehen wollten. Und es waren auch wenig Grenzen hinsichtlich der Kosten gesetzt. Aber irgendwie habe ich festgestellt, als ich dann bei einem dieser Trainings war, dass meine Ziele mit den Zielen des Dozenten sehr wenig in Übereinklang zu bringen waren. Und die Quality Minds wurden als agiles Unternehmen gegründet. Und da war meine Idee dann zu sagen, wie wäre es eigentlich möglich, diese Ziele, die die Quality Minds insgesamt haben, und ich zeige gleich mal, auf welchen Werten wir das aufsetzen, dass man diese Themen einfach auch ins Lernen besser überträgt. Und was braucht es dafür? Vielleicht einen kurzen Hintergrund zu den Quality Minds und zu mir. Die Quality Minds sind eigentlich als Unternehmen vor allem in der Software-Qualitätssicherung angesiedelt. Das heißt also, die meisten Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind Testen. Software-Test, Testautomatisierung und auch inzwischen immer mehr Softwareentwicklung. Und mein Hintergrund ist, ich habe im Lehren und Lernen studiert und auch promoviert. Und meine Idee war dann einfach, agile Methoden mit Lehr- und Lernmethoden, also das, was ich aus dem Studium und der Promotion kannte, immer mehr in Einklang zu bringen. Die Quality Minds wurden, das habe ich eben schon gesagt, als agiles Unternehmen direkt gegründet. Das heißt aber trotzdem, dass wir uns immer weiter in diesem agilen Prozess befinden. Also agile Transformation, man hofft irgendwann, dass die vielleicht dann weniger wird, aber wir wollen sie immer weiterentwickeln und wir versuchen immer, uns an der Stelle auch immer besser zu werden. Weshalb wir verschiedene Werte, die einfach mit Agilität sehr gut in Einklang zu bringen sind, glauben wir, hier uns ausgewählt haben, um hier dran zu arbeiten und uns auch selber zu messen.
Ein Punkt, der dafür besonders wichtig ist, ist ganz sicher Feedback und Feedbackkultur. Wir versuchen uns ständig selbstbestimmt zu verbessern. Wir arbeiten selbstorganisiert in Teams, aber arbeiten dadurch natürlich auch immer wieder auf, ob das gut funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Das geht natürlich mit den beiden Werten, die ihr unten seht, sehr einher. Wenn man sich immer versucht zu verbessern, hat es immer was mit Lernen zu tun. Und gerade Test hat sehr, sehr viel mit Lernen zu tun, weil man immer wieder feststellt, oh, das ist neu und das funktioniert anders, als man sich das vorgestellt hat. Also Lernen ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer lernt und Sachen ausprobiert, selbstbestimmt arbeitet, macht Fehler. Das heißt, eine Fehlerkultur ist einfach eine Notwendigkeit in unseren Augen. Und wir haben auch, basierend auf dem selbstbestimmten Lernen und Arbeiten, eine andere Idee von Leadership. Wir versuchen einfach, möglichst viele Menschen zu enablen und möglichst Teams dazu hinzubekommen, dass sie selbst hinterfragen können, selber feststellen, wo sie sich hinentwickeln können und auch da, dass sie Fehler machen dürfen, um immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Und darauf basiert dann auch unser Quality Learning Ansatz. Die Idee, die wir einfach hatten und die wir 2018 auch vor der UN vorgestellt haben, war, dass wir gesagt haben, es geht uns nicht um Equality, also absolute Gleichberechtigung. Jeder bekommt das Gleiche. Equality ist toll. Es gibt ganz, ganz viele Momente, wo Equality das ist, was wir haben wollen, weil wir wirklich Menschen gleich behandeln wollen. Im Bereich des Lernens glauben wir aber eigentlich mehr an Equity, also das eine Form von Gerechtigkeit, dass jeder genau das bekommt, was er oder sie braucht. Weil manchmal brauche ich einfach etwas länger als vielleicht der Harald oder der Manuel, weil ich ein anderes Vorwissen habe und hier ich mich anders in Sachen einarbeiten muss, weil einfach mein Vorwissen, und Vorwissen ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor fürs Lernen, einfach anders aufgestellt ist. Und viele dieser Punkte kommen dann basieren auf diesen agilen Prinzipien, wenn wir über agiles Lernen arbeiten. Ich glaube, viele, die hier auch sind, haben davon schon mal was gehört. In agilen Prinzipien geht es häufig, gerade wenn man sich mit dem Scrum-Prozess beschäftigt, um iterative Phasen, dass halt immer wieder das Gleiche passiert und man sich darauf aufbaut, indem man in einem Team arbeitet, indem man sich regelmäßig Feedback gibt. Also ihr seht hier, gehen auch diese Werte, die ich eben vorgestellt habe, treffen hier wieder drauf. In dem Zusammenarbeiten arbeiten wir auch stark mit Retrospektiven, auch etwas, was man aus dem Scrum-Prozess kennt. Und das Ziel ist auch immer sehr stark interdisziplinär zu arbeiten, weil interdisziplinär, glauben wir, hilft, neue Denkprozesse anzustoßen und neu über Sachen nachzudenken und dadurch auch weiterzuentwickeln. Und das Schöne ist, viele von diesen Aspekten, die man in der Agilität kennt und auch viele der Sachen, mit denen sich die Quality Minds in ihren Werten beschäftigen, findet man in Lehr- und Lerntheorien eigentlich so auch wieder. Feedback ist ein Thema, was von ganz, ganz vielen Forschern in den letzten Jahren aufgearbeitet wurde und schon gut seit Mitte der 70er. Ein Thema, mit dem sich Quality Learning auch sehr intensiv beschäftigt und wozu wir auch immer wieder Vorträge geben, ist das Thema Metakognition, also das Lernen über das Lernen. Weil wenn man selbstreguliert arbeiten möchte, ist es einfach wichtig, besser zu verstehen, wie man selber lernt und wo es da Bedarfe gibt, wo man nachjustieren müsste. Wir beschäftigen uns sehr stark mit Selbstregulationstheorien, mit unterschiedlichen Lehr- und Lernformaten und beschäftigen uns auch stark mit der Skriptforschung, weil die Skriptforschung ist sehr, sehr nah am Scrum-Prozess dran, weil sie hier einfach Rahmenbedingungen vorgibt und hier Hilfestellungen gibt, wo Lernende vielleicht manchmal sonst zu stark allein gelassen werden. Worum geht unser Ansatz? Unser Ansatz selber fokussiert stark auf dem Individuum. Wir wollen einfach wissen, was der oder die Lernende wirklich lernen möchte, welche Ziele hier verfolgt werden. Es geht uns also wirklich herauszufinden, was die einzelne Person lernen möchte und warum diese Person das lernen möchte. Das ist einfach das, was uns eigentlich in dem gesamten Ansatz am wichtigsten ist. Wir wissen aber auch, dass Lernende, gerade wenn sie Anfänger in einem bestimmten Bereich sind, dass es da Probleme gibt, weil wenn man sich ich glaube, das kennen die meisten hier, man beschäftigt sich mit was Neuem, dann ist alles irgendwie neu und alles irgendwie wichtig und es ist total schwer, sich dann manchmal zu fokussieren und nicht zu ausschweifend zu werden, damit man nicht so sehr von den Inhalten oder manchmal auch von den Methoden überrannt wird. Und diese Hilfestellung ist etwas, was wir im agilen Lernen durch den agilen Lerncoach versuchen zu unterstützen.
Der agile Lerncoach ist eine Person, die am Anfang des Lernprozesses mit dem Lernenden spricht und gemeinsam legt man eben diese Lernziele fest. Das ist total wichtig, weil so bekommt man eine Person, die noch dazukommt. Das ist nicht alles vielleicht nur digital, sondern dieses persönliche Lerngespräch mit jemandem, der sich dafür interessiert. Und ihr werdet es bestimmt auch euch denken können, die vielleicht auch nicht die Führungskraft sein sollte, ist wirklich hier hilfreich, um mal darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin. Wir unterteilen dann das agile Lernen in sogenannte Lernsprints. Das heißt, am Anfang hat man dieses Lerncoach-Gespräch, wo einfach hier diese Lernziele festgehalten werden. Also was möchte ich lernen und warum möchte ich das lernen? Aber wir ergänzen das auch um sogenannte Akzeptanzkriterien. Woran merke ich eigentlich, ob ich dann erfolgreich war? Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, hier in dem Prozess zu lernen, entweder alleine oder vielleicht manchmal auch in Lerntandems. Und der Lerncoach hilft hier, nicht nur die besten Inhalte herauszuarbeiten, sondern auch die beste Methodik herauszuarbeiten. Zum Beispiel gibt es Lernende, die gerne einfach mal ausprobieren wollen, wie es ist, gemeinsam zu lernen oder die da vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und man kann mit dem Lerncoach, vor allem in diesen hinteren Gesprächen, da wird es ein Review und eine Retro geben, kann man mit dem Lerncoach sagen, war ich erfolgreich und warum war ich das oder warum war ich das auch nicht? Und dann kann man vielleicht auch sehr stark über die eigenen Lernformate nachdenken. Wie lerne ich eigentlich? Da kommen wir wieder sehr schnell in diesen Bereich dieser Metakognition. Zusätzlich ermöglicht das agile Lernen eine Form von Monitoring. Ich kann über einen längeren Zeitraum, vor allem auch mit Hilfe des agilen Lerncoachs, feststellen, wie ich mich entwickle. Werde ich besser? Werde ich schlechter? Auch das ist manchmal in Lernprozessen möglich, also dass man sagt, oh, ich habe das doch schon mal besser verstanden, warum verstehe ich das jetzt gerade nicht mehr? Woran könnte das liegen? Und diese Sachen aufzuarbeiten und das vielleicht auch zu dokumentieren, haben wir als sehr wertvoll empfunden. Wir unterstützen im agilen Lernen den Lernenden oder die Lernende auf unterschiedlichen Ebenen. Mit dem agilen Lerncoach unterstützen wir häufig das Individuum. Aber wir wissen natürlich auch, dass in den meisten Unternehmen es nicht nur Individuen gibt, sondern es gibt Teamstrukturen, es gibt Organisationsstrukturen. Und diese Kombination ist für uns auch super wichtig, das zu unterscheiden und das auch unterschiedlich zu unterstützen. Während wir bei dem Individuum immer auf die individuellen Lehr- und Lernziele eingehen, gucken wir bei Teamstrukturen. Manchmal möchte das Team als Gesamtes etwas lernen und das unterstützen wir dann zum Beispiel über Scrum Master Strukturen oder wir gucken wirklich, was möchte das Team lernen und wie kann es da hinkommen. Manchmal gibt es aber auch Momente, wo vielleicht jemand Neues in ein Team reingebracht wird. Also man stellt vielleicht eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter ein und dann gibt es Lehrziele aus dem Team. Das heißt also, das Team sagt, wenn jemand bei uns im Team mitarbeiten möchte, ist es notwendig, dass er oder sie Grundlagen über manuellen Test hat oder Testautomatisierungsstrategien oder in unserem Fall, dass jemand ein agiler Lerncoach sein sollte. Wie dann daran gegangen wird, kann mit dem Individuum abgestimmt werden. Es gibt aber auch verschiedene Vorgaben, die hier vielleicht notwendig sind. Und das Gleiche gibt es natürlich auch auf Organisationsebene. Zum Beispiel ist es bei den Quality Minds so, wir arbeiten als Consulting-Haus, dass wir glauben, dass es total hilfreich ist, wenn unsere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zeichnen können. Und dann geben wir verschiedene Unterstützungen und gucken aber immer wieder nach, ob wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da abholen, wo sie momentan auch stehen. Genau, zusammenfassend kann ich sagen, der Ansatz für agiles Lernen, so wie wir ihn designt haben, basiert auf der einen Seite auf agilen Methoden, die aber mit Lehr- und Lernmethoden kombiniert wurden. Das heißt also, die meisten Sachen, die wir nutzen, können wir auch theoretisch ableiten, wieso wir dahin gekommen sind und warum es das so wichtig ist. Als ganz, ganz wichtigen Punkt sagen wir, das Individuum sollte im Mittelpunkt stehen. Es sollte der Lernende oder die Lernende sein, die sagt, das möchte ich lernen und das sind meine Ziele, warum ich das möchte. Ich möchte das und das erreichen, weil ich vielleicht etwas anderes damit erreichen möchte. Und das ist einfach so diese Gesamtsache, dass wir sowohl auf dieser höheren Ebene sagen, wir versuchen das wir versuchen agile Ziele zu erreichen und versuchen die mit agilen Methoden umzusetzen. Vielen Dank. Ja, Vera, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch weitergeht. Macht der Harald weiter?
Wir hatten noch kurz Zeit eingeplant für ein, zwei, drei Fragen. Also die erste Frage hat ja die Susanne schon im Chat gerade beantwortet. Ich habe gerade in Telegram vom Simon die Frage, wie viele Mitarbeiter hat Quality Minds und wie viele Lerncoaches gibt es intern? Wir arbeiten auch mit sehr vielen Freelancern. Wir haben insgesamt dadurch 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Intern sind es ungefähr 100. Wir haben momentan eine Person, die das wirklich Vollzeit macht. Die wird aber, das ist die Eva, die macht das für den Standort München, wird aber durch den Harald am Standort, durch den Manuel, Entschuldigung, ich gucke den Manuel an und sage Harald, wird durch den Manuel am Standort Nürnberg unterstützt. Das heißt also, prinzipiell arbeiten wir ungefähr mit einer halben Stelle für alle Quality Minds. Genau, weil wir gerade beim Lerncoach sind, nächste Frage: Lerncoaches müssen Experten, Spezialist in allen Themen sein, Komma, oder? Nein, das glauben wir so nicht. Was sie wirklich gut können sollten, ist im Anschluss an die Lerngespräche vernetzen. Also wenn der Lerncoach sagt, oh, ich habe ein Gespräch mit dem Entwickler, dann muss der Manuel nicht selber wirklich super gut im Entwickeln sein, weil gerade wenn man sich mit Expertiseforschung beschäftigt, weiß man, wie unglaublich schwierig das ab einem gewissen Level wird. Was aber für den Manuel wichtig ist, ist, dass der Manuel dann in der Lage ist, so jemanden zu finden, der ihn da unterstützen kann, der vielleicht dann Aufgaben erstellt oder vielleicht besseres Lernmaterial findet. Und das ist einfach das, wo wir eine Expertise schulen bei unseren agilen Lerncoaches. Und was hilfreich ist, ist einfach dieses Wissen über Methoden und Formate, dass einfach der Manuel aber helfen kann, herauszuarbeiten, welches Format besonders geeignet ist, wo vielleicht mehr Unterstützung notwendig ist. Das ist eigentlich das, was da im Mittelpunkt steht. Dankeschön. Eine letzte Frage und dann die letzten Fragen würde ich da, oder die weiteren Fragen würde ich vielleicht nach hinten schieben. Hallo Vera, kannst du bitte den Zusammenhang zwischen Skriptforschung und Lehr-Lernen nochmal erläutern? Ja, gerne. Die Skriptforschung ist ein Bereich in der pädagogischen oder pädagogischen Psychologie, die vor allem in Deutschland auch sehr stark untersucht wird. Also es gibt in München einen Lehrstuhl, der über mehrere Jahre sehr stark sich mit Skriptforschung beschäftigt hat. Skriptforschung bedeutet, dass wir in unserem Kopf eigentlich Handlungsabläufe für fast alles haben, was wir machen. Also das nennen wir internale Skripte. Und diese internalen Skripte, also das bekannteste ist von Schenck und Abelson aus den 60er Jahren, das ist das Restaurantskript. Jeder von uns weiß, dass wenn wir heute wieder in die Biergärten dürfen, wie wir uns da zu verhalten haben. Und wir wissen aber auch, dass wenn wir zum Beispiel in die USA fahren, dass sich das unterscheidet. Also zum Beispiel darf man sich in Deutschland in einem Lokal eigentlich erstmal selber einen Platz suchen. In den USA wird man irgendwo hingesetzt. Das sind Skripte, die wir bei uns im Kopf haben und die wir über unsere Erfahrungen adaptieren. Und was man häufig bei Lernen versucht, ist, man gibt externe Skripte, also von außen einen bestimmten Handlungsablauf und von dem weiß man, dass der besonders lernförderlich ist. Da gibt es zum Beispiel sehr schöne Arbeiten aus München über, wie man besser argumentieren lernen kann oder wie man Kindern beibringen kann, wie sie besser mit der Suchmaschine im Internet umgeht, dass sie nicht nur nicht nur immer das allererste Ergebnis anklicken, weil häufig ist das nämlich eine Anzeige. Und solche Sachen kann man über externe Skripte unterstützen. Und das Spannende ist, dass eigentlich der Scrum-Prozess, so wie er häufig gelebt wird, ein externes Skript ist. Das heißt, wir haben verschiedene Prozesse, manchmal sogar noch Prozesse in den Prozessen, wie etwas ablaufen sollte. Also wir haben einen Scrum Master und einen Product Owner, das sind verschiedene Rollen. Der Scrum Master hat verschiedene Aufgaben, er leitet die sogenannten Regelmeetings und die Retrospektive hat dann nochmal einen ganz klaren Ablauf in vier Phasen, um die Lernenden oder die Teammitglieder immer wieder in den gleichen Ablauf hineinzuverfahren. Und das ist total hilfreich, weil so die kognitiven Prozesse einfach auch geschult werden. Und das ist eigentlich etwas, was wir häufig wollen, dass sich Sachen einschleifen und so, dass man irgendwann immer mehr diese externe Hilfe durch zum Beispiel einen Scrum Master auch ausfaden könnte oder dass man neue Prozesse anleitet und so einfach neue Lernergebnisse schafft oder neue Prozesse versucht zu etablieren. Ich hoffe, die Frage ist dadurch beantwortet. Gut, dann vielen Dank, Vera, dir. Ich schaue gerade noch in den Chat. Okay, Reimer sagt, die Frage wurde beantwortet. Danke, Vera. Danke. Viele weitere Fragen drehen sich rund um agiles Lernen und agiler Lerncoach. Wir haben ja jetzt auch eine Woche vor uns und wenn
wir haben da auch den Themenschwerpunkt rund um agiles Lernen, agiles Lerncoaching. Und bevor wir jetzt auf die weiteren Fragen noch detailliert eingehen, würde ich jetzt mal an Manuel übergeben. Der zeigt euch jetzt mal, wie wir uns die Woche oder was wir euch vorbereitet haben, wie der Volkmar schon gesagt hat. Wir haben einiges investiert im Vorfeld. Und sollten dann noch Fragen sein, dann können wir die gerne im Anschluss nochmal gemeinsam diskutieren. Aber jetzt würde ich erstmal Manuel das Feld überlassen, dass er uns mal zeigt, was wir die Woche vorbereitet haben. Ja, ganz herzlichen Dank, Harald. Genau, mein Name ist Manuel. Ich stelle mich auch kurz vor. Ich bin im Quality Learning Team bei Vera und Susanne mit dem Harald zusammen und bin eben unter anderem als Lerncoach, als agiler Lerncoach und als Scrum Master tätig und werde jetzt gleich mal meinen Screen mit euch teilen, um euch eine kurze Einführung zu geben, was in dieser Woche passiert. Also wenn ihr von der MooCamp-Seite auf unsere Quality Minds-Seite auf CoLearn geht, dann seht ihr dort ungefähr in der Mitte, da stand bis heute Vormittag, hier folgen die Materialien, der Link zu den Materialien ab dem 18.05. Jetzt findet ihr dort einen Link und dieser Link führt euch auf die nächste Seite, die überschrieben ist mit einer MooCamp-Woche bei den oder mit den Quality Minds. Und wir haben uns ja das Thema für diese Woche gesetzt, individuelle Lernräume mit agilen Prinzipien öffnen und gestalten. Und das soll auch ein bisschen die Art und Weise sein, wie wir euch das Angebot machen. Also das heißt, wir möchten euch verschiedene Angebote, also sogar im Plural machen, die ihr dann selber für euch entweder individuell zusammenstellt oder eben nach einigen Vorschlägen, die wir gemacht haben, dann selber durcharbeiten könnt. Wichtig ist uns dabei, dass ihr auch einen Ansprechpartner habt oder mehrere Ansprechpartner. Deswegen sind wir heute auch sozusagen alle vier da. Also das heißt, es gibt immer, da sage ich auch gleich was dazu noch, die Möglichkeit, mit uns in Austausch zu treten. Vera hat jetzt gerade schon ein bisschen was zu dem Lernansatz gesagt. Mehr davon möchten wir euch in der Woche jeweils individuell vorstellen. Wichtig ist, dass uns bei der Vorbereitung für diese Woche genau diese Idee geleitet hat, euch die Möglichkeit zu geben, einen eigenen individuellen Weg durch die Materialien zu finden und durch die Anregungen zu finden, die wir vorbereitet haben. Nach einem kurzen einleitenden Text, der vielleicht auch noch mal einiges aufgreift, was Vera heute schon erklärt hat, scroll ich mal etwas nach unten. Und zwar seht ihr hier, also lern doch, was du willst, ist so ein bisschen die, ich sag mal, überspitzte Motto. Genau, gestaltet euren Lernpfad oder euren Lehrpfad. Wir haben zwei Themenschwerpunkte vorbereitet, nämlich einmal das agile Lernen als Lernansatz oder als Ansatz. Und dort haben wir Materialien, die wir in unterschiedliche Kategorien einordnen. Normalerweise, wenn wir mit Lernenden arbeiten als Lerncoaches, fragen wir sehr, sehr detailliert nach, was ist denn dein Vorwissen, was bringst du mit, was genau ist dein Interesse und dein spezielles Ziel in diesem Lernpfad. So genau können wir natürlich einfach aufgrund der großen Teilnehmerzahl mit euch nicht zusammenarbeiten. Wir haben aber versucht, andeutungsweise mal diese Individualisierung, die wir in unserem Lernraum umsetzen möchten, zu ermöglichen. Und deswegen also zwei Themen mit jeweils vier Lehrpfaden. Einmal agiles Lernen, der Ansatz, und einmal das agile Lerncoaching, wo unter anderem die Rolle des agilen Lerncoaches vorgestellt wird. Und zwar einmal eher auf einem grundlegenden Niveau und dann jeweils auch auf einem vertieften Niveau, wenn man eben sich schon eingehender vielleicht mit der Thematik beschäftigt hat. Das Ganze haben wir euch aufbereitet in Form einer Tabelle. Für das Lernen mit unseren Kolleginnen und Kollegen haben wir eine sehr raffinierte Lernplattform entwickelt, die noch mehrere Kombinationen und Permutationen zwischen verschiedenen Lernanforderungen, Interessen und Vertiefungsstufen ermöglicht. Wir haben es euch versucht, so einfach wie es geht, eben in einer Tabelle mit vier Spalten anzubieten. Und jede Spalte von oben nach unten wäre quasi so ein vorgeschlagener Lernpfad. Ihr habt aber natürlich die Freiheit, und das wäre die Möglichkeit, wie man mit dieser Tabelle umgehen kann, einfach quer zu sichten und zu schauen, aha, was haben die Quality Minds mir denn da angeboten und euch ganz einfach durchzuklicken. Ihr könnt aber auch so vorgehen, dass ihr sagt, aha, wir schauen mal in die erste Spalte, was genau ist das Qualitätsziel? Klar, das haben wir jetzt schon erzählt, das sind die Grundlagen agilen Lernens, also dieses Lernansatzes. Und dann natürlich, was muss ich mitbringen, was ist sozusagen mein Vorwissen? Und das haben wir versucht, hier in dieser zweiten Zeile knapp zu charakterisieren. Was ihr also auch machen könnt, ist,
euch durchzulesen, was sind die Qualitätsziele, die angeboten werden und was muss man als Vorwissen mitbringen und was interessiert mich, und dann einen von diesen vier Lehrpfaden wählen. Und natürlich steht es euch auch da frei, jeweils noch das ein oder andere von den Learning Nuggets oder von den Inputs mitzunehmen. Das Ganze sind dann Links, die auf einen Dropbox-Ordner führen, und dort öffnet sich dann ein Dokument, entweder mit einem Text oder mit dem Link auf einen Podcast oder auf einen kurzen Clip. Und das ist dann sozusagen gerahmt von einer kleinen Vorwissensaktivierung und einer kleinen Übung für die Nachbereitung. Genau, also ihr seht, in einer Nussschale wollen wir einige Aspekte aufgreifen. Was wir natürlich nicht anbieten können, ist jetzt ein individuelles Lerncoaching für alle Teilnehmenden. Das wäre einfach sehr, sehr aufwendig. Von daher ist es so, dass wir uns überlegt haben, sehr viel Zeit und Platz fürs Gespräch zu geben, nämlich jeden Mittag, also wirklich jeden Mittag, auch Donnerstag, wenn Feiertag ist, also von 13 Uhr bis 13.30 Uhr. Morgen mache ich den Auftakt um 13 Uhr, dann am Mittwoch ist der Harald dabei und am Donnerstag wird Susanne dabei sein. Und zusätzlich haben wir am Mittwochabend so eine Art Bergfest geplant, wo wir auch schon mal Aspekte einer kleinen Zwischenevaluierung oder Retro mit einstricken können. Also ganz herzliche Einladung. Die Links, das sind auch MS Teams Links, die sind euch durch den Karl-Heinz schon per Mail, per informell zugegangen. Die Idee ist da eben, dass wir sagen, viel findet im zwischenmenschlichen Gespräch oder auch in kooperativen oder kollaborativen Lernformen bei uns statt. Auch das möchten wir sozusagen in Ansätzen zumindest euch ermöglichen. Und natürlich steht, wie jetzt schon auch in den letzten Wochen, die verschiedenen anderen Kanäle zur Verfügung, sprich, ob das Discuss ist auf der Co-Learn-Seite unten oder die Telegram-Gruppe oder natürlich auch Twitter mit den entsprechenden Hashtags. Wir schauen also auch regelmäßig rein und möchten gerne da mit euch im Austausch bleiben. Sollte irgendwo mal ein Link oder irgendetwas tot sein, wir haben zwar alles fleißig getestet, aber dann findet ihr auf der Materialseite ganz unten auch nochmal eine Mailadresse, wo ihr euch an uns wenden könnt, wenn ihr es nicht über Twitter oder die anderen Kanäle versucht. Ja, das wäre soweit von meiner Seite aus der Überblick über die Woche. Das heißt also, ihr könntet heute schon vielleicht im Nachgang zu unserer Live-Session entweder überlegen, was könnte denn mein Anspruch an diese Woche sein in der Auseinandersetzung mit dem individualisierten und agilen Lernraum der Quality Minds, oder ihr nehmt euch nochmal euer Lernziel, das ihr für den MOOC Camp dieses Jahr generell definiert habt, her und versucht dann anhand dieses Lernziels, entweder des heute gebauten oder gestrickten oder des Lernziels von der Auftaktwoche, unsere Materialien anzuschauen und euch dann zu entscheiden, ist einer der vorgeschlagenen Lehrpfade genau das Richtige für mich oder versuche ich einen individuellen sozusagen Zickzack-Kurs durch die Tabelle zu legen und dann ins Lernen zu gehen und eventuell auch zu einer der Austauschrunden oder in den Austauschchannel zu treten. Genau, das wäre soweit ein kurzer Abriss dessen, was wir vorbereitet haben. Ich blicke wieder zu Harald und hoffe, dass das, ich weiß nicht, ob jetzt schon Fragen kamen, ich hatte jetzt den Chat nicht so sehr im Blick. Also erstmal schon mal ganz viel Lob, Manuel, für deine tolle Vorstellung, und ich hoffe, dass wir von Quality Minds die Vorschusslorbeeren erfüllen können, die uns jetzt schon gegeben wurden. Erstmal dafür schon mal vielen Dank. Ja, ich habe auf jeden Fall drei Fragen. Also eine vielleicht an Volkmar bzw. Karl-Heinz. Die Links für den jeweiligen Tag kommen dann wahrscheinlich mit dem täglichen Newsletter, oder? Die sind heute schon mitverschickt worden, ne? Okay. Die sind im heutigen schon drin und wir können den gerne nochmal verschicken, aber die sind im heutigen schon drin. Okay, das war die Frage von der Barbara. Dann die nächste Frage vielleicht an dich, Manuel. Was schätzt du so ungefähr einen Zeitaufwand pro Lernpfad? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich kann es schlecht schätzen. Wir haben mal grob gerechnet, in der Vorbesprechung haben wir Volkmar auch die Frage gestellt, was können wir denn einplanen und einrechnen? Und Volkmar hat mal gesagt, strapaziert niemanden über, rechnet mal mit grob einer Stunde pro Tag. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Podcasts drinnen, die 8 Minuten dauern. Wir haben Texte drinnen, wo man vielleicht 20 Minuten liest. Also von daher, das ist individualisiert. Dann habe ich schon erwähnt, dass wir immer so einen kleinen Impuls oder eine Reflexionsfrage mit zu den
Inhalten stellen, wo euch natürlich auch freigestellt ist, inwiefern oder in welcher Tiefe ihr mit diesen Fragen arbeitet, ob ihr zum Beispiel selber euch eine Mindmap anlegt, das ist ein Vorschlag an einer Stelle, oder ob ihr den Austausch mit jemand anderem, vielleicht auch mit einem anderen Teilnehmer oder einer anderen Teilnehmerin dieser Woche startet. Also von daher, ich würde mal sagen, wenn ihr einen Lehrpfad durchgeht, die sind auch zum Teil ein bisschen unterschiedlich lang, aber wenn ihr einen Lehrpfad euch entscheidet und jeden Tag eine halbe Stunde oder ja, sowas in der Art investiert oder 45 Minuten. Das ist jetzt wirklich ein ganz grober Daumenwert und bitte am Freitag können wir uns drüber unterhalten, wie es dann wirklich war. Aber sowas könnt ihr mal einrechnen. Vielleicht ist es auch bei der einen oder anderen dann eine Stunde. Ja. Mhm. Dankeschön. Vielleicht noch eine Frage an die Vera, weil jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal schon die Frage kam. Wir kennen Sie schon, vielleicht Vera, möchtest du kurz was dazu sagen, das Thema Führungskraft und Lerncoach. Wieso macht es nicht die Führungskraft? Wieso passt es nicht zusammen? Aus zwei Gründen. Das eine ist wirklich mehr so aus dem, also auch ich führe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen. Mit der Susanne ist unser Team so 12, 13 Mann und Frau stark. Das heißt, wir haben natürlich eine ungefähre Ahnung, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Aber natürlich niemals in dem Detail, wie die Lernenden das selber können. Das ist vielleicht einfach mal die Frage, warum sollte man überhaupt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen überlassen, dass sie selbst ihre Lernziele wählen sollen? Weil ich tue mich einfach sehr schwer, in Projekten, wo ich gar nicht selber drin bin, wirklich festzustellen, was jemand wirklich besonders intensiv braucht. Wo vielleicht Schwächen sind, wo besondere Stärken sind. Weil jede Person ist da ein bisschen anders und ich tue mich dann immer sehr schwer zu sagen, oh, das ist jetzt die optimale Lösung. Das, wenn du das kannst, dann kannst du das alles, weil der Manuel ist eine andere Person als der Harald und mit anderen Stärken und deshalb lösen sie Probleme auch definitiv unterschiedlich, auch übrigens aus unterschiedlichen Ausbildungen, die der Manuel zum Beispiel als Literaturwissenschaftler und der Harald als Informatiker haben. Die gehen an Probleme anders ran. Das ist einmal diese Vorwissensfrage. Und dann kommt noch dazu, dass ich als Führungskraft eigentlich immer noch weitere Ziele verfolge, weil ich habe eigentlich ja gar keine Wahl. Die Susanne und ich gucken uns einfach das Gesamtteam an und sagen, oh, wir hätten da eine Idee und da sollten wir hinlaufen. Diese Idee müssen wir dann dem Team auch pitchen, weil wir machen nichts ohne Zustimmung unseres Teams. Aber was wir vielleicht als Problem erkennen, erkennt unser Team vielleicht nicht als Problem. Und da kommt man dann in diesen Austausch rein. Wenn ich aber jetzt sage, oh, der Harald braucht dafür das und das, ist es vielleicht nicht unbedingt das, was der Harald wirklich möchte. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass dann in dem Fall der Manuel, der Lerncoach vom Harald ist und so die beiden einfach miteinander das ausklamüsern können, was der Harald wirklich möchte. Und es ist nicht so, dass ich dann auch als Führungskraft und viele Unternehmen sind dann vielleicht noch ein bisschen auch hierarchischer, als wir das vielleicht sind, sodass dann einfach vielleicht auch noch beim Harald sich der Druck aufbaut. Oh, die Vera hätte aber gerne, dass ich über das und das was lerne. Ich möchte ja irgendwie die Vera glücklich machen, weil die Vera befördert mich ja irgendwann. Und dadurch kommt einfach sehr viel Themen auf ein Lernthema, das mit dem Lernthema eigentlich so vielleicht gar nichts zu tun hätte. Und das wollen wir so verhindern, soweit es geht. Und deshalb ist der Manuel und nicht die Vera der Lerncoach vom Harald. Vielen Dank. Noch zwei Fragen, die würde ich vielleicht selber gleich beantworten. Bleiben die Lernpfade auch im Nachgang offen? Ja, also alles, was wir veröffentlichen, bleibt, solange die MooCamp-Seite quasi da bleibt. Also wir haben bei uns einen Dropbox-Ordner angelegt, der bleibt eine Zeit lang natürlich auch noch verfügbar. Und dann vielleicht noch, Susanne, wenn du möchtest, eine Frage. Nutzt ihr die Lerninhalte auch für eure Kunden? Ja, tatsächlich. Also das ist gar nicht so von uns von Anfang an beabsichtigt gewesen, sondern wir haben zunächst nach einem Lernansatz für uns als Team gesucht. Aber unsere Mitarbeiter, Entwickler, Berater, Coaches haben diese Ideen in ihre Kundenfirmen getragen, was dazu geführt hat, dass die gesagt haben, ja, wollen wir auch, könnt ihr kommen, könnt ihr uns zeigen, wie es geht. Und wir haben dann erst angefangen, tatsächlich mit eigenen Lerncoach in Kundenteams zu unterstützen, häufig auch in Kombination zwischen Lerncoach und Scrum Master. Wenn wir eh schon Scrum Master in Kundenteams hatten, die haben wir dann als Lerncoach ausgebildet, was dann zu einem nächsten logischen Schritt geführt hat, dass wir diese Lerncoach-Ausbildung eben geöffnet haben. Und insofern, ja, machen wir alle möglichen Lernprojekte, die im Zusammenhang mit agilem Lernen stehen, tatsächlich jetzt auch mittlerweile bei Kunden.
Genau. Und ich habe noch einen kleinen Buchtipp für euch, das steht auch auf der Seite, weil es um Materialien ging. Also solltet ihr mit den Lernpfaden, die wir aktuell haben, nicht weiterkommen oder tiefer einsteigen, könnt ihr natürlich jederzeit auch das nochmal in einem analogen Buch nachlesen. Gut, vielen Dank. Was es übrigens auch digital bei Kindle gibt. Genau, vielleicht noch zwei Fragen. Super Angebot von euch, danke. Gibt es etwas, das ihr von uns erfahren wollt? Habt ihr für euch ein Lernziel für diese Woche? Ich kann es vielleicht mal von mir sagen, dann gebe ich es vielleicht noch an Manuel weiter. Also ich glaube, uns ist vor allem wichtig, ja, mit euch in Austausch zu geraten. Also wir geben ja jetzt, wie ihr schon gesehen habt, viel erstmal von uns preis, von unserer Ausbildung, von unseren Inhalten. Und wir möchten einfach mit euch in die Interaktion gehen, mit euch über die Themen diskutieren, weil ich glaube, da lernt ihr was dabei. Vor allem lernen auch wir sehr, sehr viel dabei. Sodass wir sagen, nee, wir haben jetzt nicht dieses konkrete Ziel zu sagen, keine Ahnung, jeder muss eine halbe Seite Feedback schreiben oder sonst wie. Ich glaube, allein aus der Interaktion heraus hilft uns das schon sehr, sehr viel an der Stelle. Aber vielleicht, das Feedback ist schon irgendwas, was uns sehr interessiert, weil ich habe es vorhin immer wieder gesagt, Feedback gehört in diese, sowohl ins Agile als auch in diese Lernkultur rein. Und wir können eigentlich nur lernen, indem wir auch wirklich verstehen, was euch an der Stelle vielleicht mehr umtreibt. Weil wir haben festgestellt, dass der Ansatz sich zum Beispiel für die Kunden, die wir momentan haben, sehr, sehr gut eignet. Jetzt ist es natürlich so, dass wir sehr viele Kunden im Bereich IT haben, weil das ist einfach das, wo wir auch aus den Quality Minds herkommen. Aber vielleicht habt ihr an anderen Stellen ganz andere Erfahrungen gehabt. Also ich hatte zum Beispiel mal ein ganz, ganz tolles Gespräch mit einem Arzt, der eine Praxis leitet und wie sich das dann ausgewirkt hat auf diesen Ansatz, den wir da probieren und an welchen Stellen er oder das deutlich kritischer gesehen hat als ich. Und das ist einfach vielleicht auch etwas, wo ihr uns da einfach euer Feedback und eure Ideen für eine Weiterentwicklung mitgeben könnt. Genau, und vielleicht noch, weil ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesehen habe, diese Lerncoach an sich. Ja, in der Woche werdet ihr viel finden. Wir haben auch einen Podcast, wie werde ich quasi Lerncoach? Es sind auch ein paar Inhalte, wie ist das Ganze aufgebaut? Was ist alles so in diesem Kosmos des agilen Lerncoaches? Wer so lange nicht warten will, kann natürlich auf www.agiler-lerncoach.de gehen. Da findet ihr so eine Übersicht. Aber ja, in der Woche werdet ihr sehr, sehr viel über den Lerncoach, seine Tätigkeiten und den Weg dahin kennenlernen. Ich glaube, jetzt sind erstmal alle Fragen soweit abgedeckt. Falls ich jemanden vergessen habe, bitte schreien und nochmal schreiben. Genau, das Buch wurde öfters gefragt, steht mittlerweile auf Telegram und im Chat nochmal extra. Ja, der Norman schreibt gerade, seht ihr selbst Grenzen des agilen Lernens oder welchen Rahmen braucht es unbedingt? Jeder Ansatz meiner Meinung nach hat irgendwo Grenzen, in denen er besser funktioniert als in anderen. Wenn Lernende sagen, ich möchte gar nicht selbstbestimmt arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, weil dafür kann es viele Gründe geben. Wir glauben daran, dass Lernende individuell sind. Und wenn jemand sagt, ich möchte mich auf diese Art von Lernen nicht einlassen, dann bin ich glaube wirklich, wir arbeiten mit Erwachsenen. Also wir machen sehr wenig agiles Lernen mit Kindern, weil einfach die Metakognition nicht früh genug ausgebildet ist. Deshalb sagen wir, wenn jemand sagt, er möchte das nicht oder sie möchte das nicht, dann ist das ihr oder sein gutes Recht und das ist ganz sicher eine Grenze. Auch in Umgebungen, wo das Setting gar nicht da ist, also wo kein Vertrauen herrscht, wo auch nicht der Mut irgendwas ist, was man Neues ausprobieren möchte, in diesen Settings tun sich Agile an sich schon sehr schwer, weil der Agilitätsansatz selber hat super viel mit Mut und Vertrauen zu tun. Und das gilt dann an der Stelle natürlich auch im Übertragenen für agiles Lernen. Wenn jemand als Führungskraft sagt, nein, ich muss ganz genau wissen, was meine Mitarbeiter da lernen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und da möchte ich aber auch prinzipiell, das sage ich dann auch immer ganz gerne dazu, nur weil jemand etwas gelehrt hat, heißt es nicht, dass der Lernende das auch tatsächlich gelernt hat. Also nur weil man vielleicht genau weiß, was das Curriculum abgebildet hat, ist es nicht so, dass das wirklich bei dem Vorwissen des Lernens auch so genau angedockt ist, wie das vielleicht auch mal von einem sehr guten Dozenten einfach mal als Intention war. Und wenn aber jemand wirklich dann sagt, nee, ich brauche das, aber ich muss ganz genau wissen, so und nicht anders, dann kommen wir relativ schnell an Grenzen. Genau, vielleicht eine Frage noch. Danke, Hanna, dass du es zweites Mal gestellt hast. Ich habe es wirklich überlesen. Haben wir dieses Format des Lerncoaches schon mal irgendwelche Auswertungen gefahren, irgendwelche Statistiken? Haben wir da schon irgendwas evaluiert?
Ja, also zum einen beziehen wir uns sehr viel auf bereits bestehende Forschung, größerer Teil auch aus meiner Promotion, Teile auch aus meinen Magisterforschungen. Zum anderen, wir haben die erste Studie auch dieses Jahr von einer Studentin ausgewertet bekommen. Also es gibt die ersten Auswertungen. Da muss man natürlich unterscheiden. Wir haben einmal dieses Evaluationssetting, wo wir sagen, wie fühlen sich die Leute damit, wie ist die persönliche Einschätzung, ob sie sich weiterentwickelt haben. Und da sind unsere Ergebnisse eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben aber natürlich auch den Anspruch, dass wir manchmal sagen, okay, wir würden eigentlich ganz gerne nochmal wissen, unter Laborbedingungen, also nicht Feld, was wir eigentlich jetzt gerade sehr häufig tun, sondern wirklich unter Laborbedingungen, wirkt sich unser Ansatz positiv zum Beispiel auf Metakognition oder auf Motivation aus. Auch da haben wir so einzelne Ansätze schon gefahren. Auch da waren die Ergebnisse eigentlich immer recht positiv. Aber da sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, das entspricht ganz unserem Anspruch, um das noch intensiver zu testen. Aber dafür fehlt uns manchmal auch einfach die Zeit. Okay, vielen Dank dafür. Ich glaube, alle Fragen sind soweit erstmal beantwortet und dann würde ich vielleicht an dich, Volkmar, zurückgeben. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Ausführungen und die Beantwortung der Fragen. Und ich habe eine große Bitte an die Community. Wir werden diese Woche ja was ganz Spannendes erleben, was sehr Abwechslungsreiches, was auch, sagen wir mal, schnell dazu verführt, vielleicht nicht immer in den einen wichtigen Wert zu gehen, den wir im Agilen ja haben, nämlich in den Wert der Visualisierung. Visualisierung schafft Transparenz, ist ein ganz wichtiger Wert. Und meine Bitte wäre ganz einfach, wir haben das Hashtag MOOCCamp20. Ihr könnt unter Twitter, ihr könnt die Seite, die jetzt vorbereitet ist, die der Manuel vorhin gezeigt hat, auch nutzen für Discuss, um da nochmal eure Fragen reinzustellen. Und natürlich, ganz wichtig, sind diese Gespräche, die Brownback-Meetings im Mittagsbereich. Nur gerade die verführen ja auch dazu, dass man vielleicht das eine oder andere nicht mehr visualisiert. Und da wäre meine Bitte, dass irgendjemand sich darum kümmert. Wir haben so tolle Menschen dabei, die Sketchnotes machen. Die finde ich immer fantastisch. Also insofern meine Bitte, visualisiert, was das Zeug hält. Sehr schön. Ich habe gerade noch eine Frage reinbekommen. Von der Ulrike, du darfst gerne am Mittwoch zur Brownback-Session rund um die agile Berufsausbildung kommen, weil ich komme auch aus dem Ausbildungskontext, habe jahrelang ausgebildet und ja, ich bin auch deiner Meinung, dass agiles Lernen nicht nur bei den Erwachsenen, bei mir waren es die Heranwachsenden, aber können wir gerne auch in die Diskussion gehen, inwiefern Schüler oder halt dann auf dem Weg ins Erwachsenenalter, inwiefern man da agiles Lernen anwenden kann. Selbst mit einem ganz spannenden Skript von der IHK kann man relativ agil umgehen. Das hat der Harald gezeigt. Dankeschön. Ja, wenn wir keine weiteren Fragen mehr haben, sind wir nicht nur voll in der Timebox geblieben, sondern haben die sogar ein wenig unterschritten. Das macht natürlich besonders viel Freude. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an das Team von Quality Minds und ja, wir freuen uns auf die Woche. Wir hatten heute insgesamt 172 Teilnehmer zwischenzeitlich im Chat und auch hier im Live-Meeting. Also insofern glaube ich, da wird einiges passieren und ich bin gespannt, ob die Brownback-Sessions dann auch immer in der Timebox bleiben. Also toi, 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 alles Gute. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen in den einzelnen Sessions. Macht's gut. Danke. Ciao. Tschüss.